So, hörst du dich? Ich höre dich. Wundervoll, sag ich schon mit Carlo an. Ich stelle noch meinen Popschutz ein. Ja, da, klar, okay. Das sollte man aufnehmen. Das ist wirklich ein magisches Behind-the-Scenes-Footage. Ich will nur nicht ins Mikrofon spucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir sagen für, ihr sagt. Nüsschen. Wir sagen für, ihr sagt. Nüsse. Oberhausen, wie geht's euch? Woher kommt denn diese Energie? Hier ist Für Nüsse, der Podcast, der Fragen klärt. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite, ihr kleinen Nüsschen da draußen. Ja, bedauerlicherweise wird unser eigentlichen Podcast-Lounge, würde ich machen, es mal ein bisschen leiser, oder? Hättest du uns auch so laut? Vielleicht, weil du auch ein bisschen Hall vom Raum her kriegst? Ja, genau. Was wollte ich gerade sagen? In unserem eigentlichen Podcast-Lounge wird für den Sommer der Podcast-Balkon angebaut. Ah, oh, wunderschön. Deswegen müssen wir heute im Studio B aufnehmen. Ja, zum Glück war es frei. Und das Universum hat uns endlich eine Frage geschickt. Ja, das Universum oder Freund der Show. Ja? Twitter-Handle @TheOscarBrown. Bald muss ich meine Steuererklärung für 2017 machen. Habt ihr Tipps? Soll ich die Steuer selber machen oder einen Steuerberater einschalten? @FürNüssePod. Wahnsinn. @FürNüssePod gehört eigentlich nicht mehr zur Frage, das sind wir. Ach so, okay. Also falls ihr uns auch mal eine Frage stellen wollt. Ja. Dann @FürNüssePod, aber wir können es ja gleich mal dran machen. Ist auch eine gute Frage, also mit uns beiden, dass die an nie genau die richtigen geraten. Wir haben schon, glaube ich, ein paar Mal so. Ja, wir kommen zur siebten und letzten Folge von Fürnüsse. Ja, ich muss von vornherein schicken, wenn ich hier vorausschicken, wenn ich hier ab und zu ein bisschen rumschnief und sowas. Ich habe in der Bar den falschen Herrn umarmt. Ich habe übrigens das letzte Mal rausgefunden, als ich ein bisschen erkältet war. Es hilft manchmal echt so zum, wenn du merkst, es kommt, einfach kurz wegdrehen und. Wenn was kommt? Das. Also, ich finde das ja ganz spannend. Weißt du, was richtig eklig ist? Das gehört dir zwar nicht rein, aber ich bin das nicht. Du hast doch schon irgendwas erzählt von Öl ziehen, oder? Was? Na, dass du dieser Vorgang, wenn man Öl im Mund hat und drauf rumkaut. Ach so, Öl ziehen. Also ich wusste nicht, dass es einen Namen hat. Ja, das kommt ja aus dem Ayurvedischen. Und dann ist es nach Russland und naja. Und ich glaube, 91 habe ich gestern gelesen, war erstmal ein Artikel in Deutschland darüber. Und ganz kurz nur, ich habe das gestern zum ersten Mal gemacht. Mit Kokosöl? Ja, genau, mit gehärtetem Kokosöl. Und dann hast du ja diesen Block. Also mit einem Bounty. Diesen Block Fett im Mund. Und das ist echt schwer. Also ich war zweimal kurz vorm Reihen und du musst es ja nicht 15 Sekunden, sondern du hast es ja im besten Fall 20 Minuten im Mund. Hm. Und sutschers und schlabberst da rum und sowas. Alter, ist das widerlich. Aber das ist heute nicht unser Thema, denn wir haben eine ganz klare Meinung. Es ist auch unser Thema. Ich bin so glücklich, dass genau dieses Thema endlich rauskam. Weil das wir sind die Einzigen, die sich über die Steuer freuen. Ich dachte übrigens, wir können noch ein bisschen warten, vielleicht bis zum 31. Mai, der Tag, an dem die Steuererklärung fällig wird. Nein, ist ein paar Fakten. Na, hier einfach mal ein bisschen rein. Oh, sagt Klaus, die natürliche Person. Pchinga! Ich dachte auch, ich hau mal jetzt einen raus. Ja, ist gut, ist gut. Gut. Oder mein Steuerberater, die juristische Person. Jetzt haben wir die beiden. Nice. Ja. Ja, Klaus ist jemand, der lieber selber Hand anlegt. Auch bei den Steuern. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, wir können ja mal Steuertipps. Naja, ich meine, grundlegend ist es ja eigentlich nur die Frage, soll ich es selber machen oder soll ich es abgeben? Ja. Und da ist ja auch so ein bisschen eigentlich der. Also natürlich, was dein Hintergrund ist, also bist du Freiberufler, Selbstständiger, Blau, etc. Rot. Hast du eine Monsterfirma gerade kürzlich irgendwie aus dem Boden gestampft und da sind jetzt. Hast du über monster.de einen neuen Job gefunden? Oh, ja. Und dann ist halt natürlich auch, wie hoch ist dein Eifer, wie schnell kannst du dir das alles raufschmeißen, dass du halt da nicht nur einfach durchkommst, sondern natürlich auch. Also was die Frage ist, ist es deine erste Steuererklärung? Ja, hast genau. Hast du schon 200 Steuererklärungen gemacht, weil du alt bist wie Methusalem? So kam, dann klingt es natürlich, dass er irgendwie eine Form gerade hat, die es vorher nicht gab. Ich glaube, er wollte nur, dass wir uns streiten, aber. Was? Also, dann müsste er ja schon mal darüber erfahren haben, dass wir unterschiedliche Ansichten davon haben. Stimmt, das wird uns im Suff noch nie entfleucht sein. Wieso haben wir. Gott, wie traurig sind wir denn, wenn wir im alkoholisierten Zustand betrunken, über Steuer reden? Wo andere wehleidig über vergangene Liebschaften reden, liegen wir auf dem Boden und jammern im Weinbrandrausch über die Steuererklärungen vergangener Jahre. Genau. Ich dachte, es kommt so ein fröhliches, ich liebe
Jawohl! So, Clowns und Helden irgendwie. Ja, weißt du noch, die Steuererklärung 2009. Damals als geringwertige Arbeitsmittel nicht mehr als 420 Euro kosten durften. Gute Zeiten. Und jetzt 800? 800 ungefähr, ja. Ah, ich glaube, 800. Es sind sogar genau 800. Siehst du, haben da habe ich Punkt, bei unserem Blöd-Einkauf so tatsächlich was gelernt. Gemacht. Ja, ja, weil wir für 800 Euro beruflich nutzbaren Käse gekauft haben. Also relativ schnell merkt man ja, dass Klaus jemand ist, der die Steuererklärung macht. Und ich glaube auch mit einem gewissen Eifer und Leidenschaft. Und ich bin jemand, der... Oder sagen wir Geiz. Naja, also ich hatte ja auch mal angefangen, als ich eigentlich gar nicht wirklich was zu tun hatte, aber ich glaube, ich habe eine Rechnung geschrieben oder sowas und musste das, die das dann machen. Das ist eine gute Aufwärmsteuererklärung. Ja, aber auch die habe ich mehr oder weniger dir aufgedrückt und dich dann bezahlt mit drei Bier. Und du dann einfach nur, mach dein Kreuz, andere Seite, runter, dein Name, sowas halt. Ja, und aber ich dachte, oh Gott, wieso muss ich das alles selber machen? Du hattest auch nur Erzeugnisse aus Land- oder forstwirtschaftlicher Tätigkeit. Ja, das wichtigste Formular an jeder Steuererklärung, das fängt auch ganz vorne zu finden. Ja, sind die alle eigentlich grün und gelb oder gibt es auch so eine Ach nee. Inzwischen ist eh alles digital. Ja, aber auch da haben sie ja die sind beim Grün, aber grün-weiß, die haben sich inzwischen ein bisschen... optisch geupdatet. Früher war doch die erste Seite mal grün, oder? Und dann war gelb bei Sonderscheiß oder sowas. Nicht? Ich hatte das Papierding nie in der Hand. Nie? Nie. Ah. Außer ja. beim Antrag auf meine Steuernummer. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe die 5. Das ist ja nicht nur Geiz bei dir, sondern wenn du mit mir darüber redest, merkt man auch, wie du da eifrig in Themen reinpimmelst, ja. Wo ich dann denke, Alter, also so... Ich finde das interessant. Wenn es nicht trocken genug im Kopf ist, dann einfach mal neueste Steuergesetze lesen. Das zieht ja komplett den Senf vom Teller, oder nicht? Ich weiß nicht, so ein paar Sachen sind jetzt für mich relevant geworden. So ist die Umsatzsteuerpflicht. Super interessant. Das liegt daran, dass wir mit richtig viel Kohle machen. Es ergibt ne? keinen Haufen Sinn. Ja, ja, ja. Wir haben letztes Jahr schon, bevor wir angefangen haben, den ersten Podcast auszustrahlen, das stimmt. Haben wir mit der Show mehr als 18.000 Euro verdient. Also mehr als 17.500, aber es waren also mehr als 18.000. Wir werden voraussichtlich dieses Jahr über 50.000 Genau, kommen. Wir wurden dafür bezahlt, die erste Sendung nicht online zu stellen. Ja, das stimmt. Aus Angst von der Podcast-Lobby, Big Podcast. Da gibt es mit der Umsatzsteuer viele Regeln, was so eine Vorsteuerabzug Nein, angeht. Es gibt bei der Umsatzsteuer viele Regeln. Nee, was den Vorsteuerabzug angeht, was mir was nicht denn wirklich sinnvoll erscheint. Na, als ob ich davon nichts wüsste. Okay, pass auf. Also, stell dir vor, du nenn mir mal ein Produkt, was du... Ein Produkt, irgendwas. Ich brauche nur ein Beispielprodukt. Ein Liter Milch, okay, pass auf. Das ist stell dir vor, ist das, das ist ein, 5 Ether oder so? Kein gutes Beispiel. Aber wir nehmen einen Liter Milch. Also, du verkaufst dir einen Liter Milch für, wie teuer ist ein Liter Milch? 100 Euro. Ja, wahrscheinlich. Umsatzsteuer? 19%. 119 Euro. Auf Milch? Ja, wir gehen mal davon aus. Deswegen meine ich, Milch ist nicht so ein gutes Beispiel. Aber um die Milch zu erzeugen, brauchst du eine Kuh. Die Kuh hatte ich... Was ist denn, wenn ich Sojamilch mache? Dann brauchst du ein Soja, okay. Ein Sojatier. Ein Elch also. Welches Produkt hättest du denn lieber? Sag doch lieber das Produkt, was du lieber hättest. Gib du doch das Produkt vor, meine Güte. Okay, ja. Ein Pullover. Du verkaufst Pullover. Von der Pullover-Kuh. Genau, von der Pullover-Kuh. Du hast du strickst einen Pullover und verkaufst den für 100 Euro. Lila-weiß ist der Pulli. Ich dachte jetzt einfach nur mal, dass man ein Bild hat. Ja. Die anderen denken jetzt an so einen schwarzen Nike, aber es ist lila-weiß. Es ist also ein Fan-Pullover für Erzgebirge Aue. Der ist cool, Mann. Die Fliederfarbenen. Und für 100 Euro verkaufst du den? Mhm. Kostet also 119 Euro für den Endverbraucher. Und die Wolle, die du gekauft hast für den Pullover, hat dich 50 Euro gekostet. Boah. Aber weil der Wollhersteller auch Umsatzsteuer nehmen muss, hat die Wolle dich 59,50 Euro gekostet. Von den 19 Euro, die du Umsatzsteuer zahlst, zahlst du aber nur 9,50 Euro ans Finanzamt, weil du die 9,50 Euro, die du an Mitteln für deinen Pullover bezahlt hast, abziehen kannst. Und das ist der Vorsteuerabzug. Ich glaube, ich bin vor 30 Sekunden ausgestiegen. Hm. Also könntest du da nochmal anhängen, nachdem wir geklärt haben, dass es ein weiß lila Pulli ist. Du verkaufst mir drei Nüsse. Hm. Hm. Um die drei Nüsse zu erzeugen... hast du anderthalb Nüsse gebraucht. Eine Nuss, die du mir verkaufst,
Okay, ich mach's am Beispiel von Crypto-Kitties. Also stell dir eine Hexadezimal-Blockchain-Trading-Card-Katze vor. Ja, die ist aber nicht lila, oder? Ich habe eine von meinen Cheesecake genannt. Nice. Ne? Also ist die so beige, weiß, gelb? Nee, die ist getigert mit einer lila Schürze. Die lila Schürze hat sie die am Tag oder auch nachts um? Nein, eine Fellschürze. Sie ist kein Schürzensuperheld. Aber sie könnte eine Schürze tragen. Aber das wäre nicht genderkonform. Keine, also ist ja, also, ja. Okay, keine Schürze. Gut, also so viel zum Vorsteuerabzug. Ach so, ich glaube, okay, das haben wir jetzt alle verstanden. Das war jetzt mehr als deutlich. Ja, also, und das ist für uns alle relevant. Das ist nur für Leute relevant, die umsatzsteuerpflichtig sind. Ja, ja. Ja. Für uns. Aber könnt ihr alle, die alle. Drei. Ich glaube drei. Ich gestikuliere gerade drei. Ja. Ja. Das ist das. Wo, vielleicht ganz einfach, wie bei allen Themen, sollte ich dies, Vor- und Nachteile. Was ist denn für dich definitiv dein Vorteil, dass du es selber machst? Der Vorteil, dass ich es selber mache, ist, dass ich es nach meinem eigenen Zeitplan machen kann. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe viele Steuern vorbezahlt, weil ich viele Engagements als Callboy auf Lohnsteuerkarte hatte. Das geht wieder? Ja, ja, cool. Ja. Du musst dann halt nur, du bist dann immer gleich für eine Woche als Callboy beschäftigt, auch wenn du nur einen Tag oder für die Nacht gebucht bist. Weißt du das? Also zahlst du das gleich ein in der Bank? Oder was machst du damit? Ich bekomme was ist pro Quartal das Hartgeld? Nee, leistungsbedingt bekomme ich in der Regel kein Trinkgeld. Aber Nee, ich dachte dein Geld generell. So. Ja, über Lohnsteuerkarte bekommst du es eigentlich immer überwiesen. Ja, aber kann ja auch sein, dass jemand draußen halt einfach nur dein 5-Mark-Stück dir so in die Hand drückt. Ja, aber ohne Rechnung? Nichts gewesen. Hier habt ihr es gehört. So einfach. Prostituiert euch schwarz für 5-Mark-Stücke. Das ist unser erster Steuertipp. Ja, also das zeitliche. Sollten wir das aufschreiben, das am Ende zusammenzuhalten? Das findest du super, dass du zeitlich unabhängig bist. Genau, dass ich das zeitlich also abgeben kann. Also ich kann theoretisch kann es am 1. Januar abgeben, wenn ich will. Ja, ja. Ja, kannst auch ein bisschen länger hinauszögern, aber wenn ich muss. Aber kannst du auch zum 1. Januar abgeben. Ja, aber wann gibt dein Steuerberater es ab? Naja, ich meine, sobald ich ihn beauftrage. Es geht ja erst los, wenn ich sage, von wegen hier, ich würde es gerne machen, wieder mit ihm. Und sagt er, alles klar, dann, weil er hat ja einmalig halt eine Erlaubnis quasi bekommen, die ich unterschrieben habe, dass er in meinem Namen die Steuererklärung bzw. die Lohnsteuererklärung, wir sprechen jetzt über, Quatsch, ja. Doch, wir sprechen ja nicht über Einkommenssteuererklärung. Einkommenssteuererklärung, ja. Und dann geht das eigentlich ratzifatzi, wenn ich ihm die Sache schicke. Also ich habe dann natürlich nicht, ich weiß nicht hundertprozentig was, wann er es losschickt, vorher, aber er in dem Moment, wenn die durch ist und bei mir ist echt überschaubar, bin ich dann, wenn er Zeit hat und ich die abgebe, nach einer Woche kriege ich die Mitteilung, bei dem jetzigen Stand würden wir so viel rauskriegen oder das würde auf sie zukommen, haben sie noch was oder soll es losgehen? Und dann sage ich, weg damit. Und dann, ja. Beim jetzigen Stand würden sie 97.000 Euro nachzahlen? Genau. Wollen sie noch eine Rechnung? Nee, 97.000 geht. Am besten finde ich aber diese Sache, wenn ich echt, also ich bereite hier mal alles vor. Also die Sachen ist, ich habe dann halt natürlich meine Abrechnung, die auf Lohnsteuer sind, als auch die Abrechnung, die ich dann halt auf Rechnung geschrieben habe, die ich dann halt alle einreiche und dann alle möglichen laufenden Nebenkosten, Sachen, die ich halt so absetzen kann, Bewerbungskosten, bla bla. Und die suche ich dann ja schon so fisselig für vielleicht 2 Wochen zusammen. Aber die könntest du auch direkt ins Formular eintragen. Ja, genau. Jedenfalls A38 ist das richtige Formular. Das ist mit Sicherheit richtig. Und dann gebe ich das halt. Wie bitte? Sie wollen eine Galeere anmelden? Dann sind Sie ja völlig falsch. Dann müssen Sie zur Ostjahr. Und dann denke ich jedes Mal, das ist jetzt alles, ich bin damit durch, gebe Ihnen das. Und dann nach einer Woche sagt, Herr Diese, haben Sie noch irgendwas? Haben Sie noch irgendwas für mich? Und ich, was? Ich habe doch schon alles. Und das ist, ich glaube, er hat, also da merke ich so, dass es bestimmt viele Nutzer von Steuerberatern gibt oder Kunden oder wie es auch immer genannt wird. Die Scheiße. Klienten. Jetzt habe ich es. Die juristische Person. Freier ist, glaube ich, das richtige Wort. Steuerfreier. Und, ja, genau. Das heißt ja auch steuerfreier Betrag. Ha? Ja. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass viele halt einfach sagen, Achim, mach mal meine Steuererklärung.
Und dann, alles klar, gib mir mal was. Und dann werden die so peu à peu über Monate immer ihren Scheiß einreichen. Also es klingt immer so, als ob bestimmt viele einfach nur sagen, ja, du machst sie dann. Mhm. Und dann haben die so ein Gefühl von, da ist ja jemand, der auf mich aufpasst, so eine Mutti, die dann immer sagt, hier, du musst mir noch, hast du dir irgendwie letztens mit deinem Kollegen Essen geteilt? Und hast ich glaube, eigentlich wird die implizite Frage des Steuerberaters ist dann in solchen Fällen immer so, ist das okay oder haben wir da irgendwas, was wir irgendwie so halblegal durchkriegen? Das ist ja zum Beispiel auch, dass sich das Steuergesetz ja auch permanent, in Anführungszeichen, also jährlich auf jeden Fall ändert. Und dann merkst du ja auch, dass wenn du nicht halt so beflissen da dran wärst, würdest du ja auch echt, würden dir Dinge, also Nüsschen durch die Hände gleiten, oder nicht? Also wenn du zum Beispiel diesen, was jetzt irgendwie, was war das vorhin, diese bis 800 Euro, was bei Kleinstgeräten oder irgendwas? Ja genau, das sind die Sachen, die du also für das Jahr absetzen kannst. Ja. Alles andere setzt du über, also aber du alles, sprichst was drüber liegt, setzt von du von Bewerbungskosten, sondern beispielsweise vom Drucker, den ich mir kaufe oder so. Genau, genau. Und wie bezeichnet man nochmal dieses quasi als geringwertiges Arbeitsmittel? Geringwertiges Arbeitsmittel und alles andere schreibst du ab über die AFA, die. Also, wenn ich Feuerschlucke wäre und würde mir jetzt einen Säbel kaufen für 750 Euro, könnte ich es absetzen. Genau, den könntest du absetzen. Aber wenn ich zwei Säbel mir hole, dann wäre es blöd. Oder könntest du es überlegen? Du setzt jeden Säbel einzeln ab. Ja, ja, dann genau. Aber wenn du jetzt, du holst dir jetzt einen extravaganten Säbel, der 950 Euro kostet, ja. Dann kann ich nur anteilig den absetzen. Genau, den setzt du über die Nutzungsdauer ab. Ab dem Monat, in dem du ihn gekauft hast, für die Nutzungsdauer. Und, bis ich das letzte Mal verschluckt habe. Nee, dafür gibt es eine Tabelle. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange du den nutzt, wie lange die Regelnutzungszeit ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob das bei Säbel vorkommt, aber ein Laptop zum Beispiel ist mit, glaube ich, 2 oder 3 Jahren kolportiert. So gängige Dinge, die sind ja mit Sicherheit in irgendwelchen Listen gefasst. Regal 11 Jahre oder so. Aber wenn du jetzt echt so ganz bizarren Scheiß, wenn du jetzt echt freiberuflicher Künstler als Schwertschlucker halt unterwegs bist. So. Meinst du, die haben eine Liste für ein wie schwer, wie lang, wie breit, wie bla bla bla? Ich glaube, die Idee ist, du suchst dir das, was am nächsten dran ist und dann gehst du davon aus, dass kein Steuerprüfer der Welt denkt, oh Gott, den rufe ich jetzt nochmal an wegen des Säbels. Ich habe zum Beispiel vorhin geschaut, weil ich ja lustigerweise auch gerade dabei bin, mir den Scheiß zusammenzusuchen und habe letztes Jahr mal was bei eBay ersteigert, privat quasi, was ich aber anteilig absetzen möchte. War das der Dildo, über den wir nicht reden wollten auf dem Podcast? Okay. Ja, ihr seht uns auch auf anderen Kanälen, falls ihr wollt. Diese Sendung wird wie von You Pornnut. Schrägstrich. Schrägstrich Hamster. Oh, wir wollten, ja. Red. Super Gag, das hat sich gelohnt, keine Werbung für Pornhub zu machen. Okay, da habe ich halt gelesen, dass irgendwie Paragraph, ich glaube 323 BGB oder sowas, da geht es darum, dass du, wenn du irgendwas ersteigert hast, was du steuerlich absetzen kannst, dann kannst du halt bei der Privatperson eine Rechnung bzw. Quittung anfordern und per Gesetz muss derjenige oder diejenige, die eine Quittung ausstellen. Und viele haben Schiss davor, weil sie glauben, das würde gleich in so einen wirtschaftlichen Zweig reinrutschen, also dass sie gewerklich da unterwegs sind, obwohl ja meist jeder darunter schreibt, ob es eine Privatauktion ist, bla bla. Aber das hat nichts miteinander zu tun. Also er ist verpflichtet, dir es auszuzeichnen, sodass er es bei dir wann, also ganz simpel natürlich, und dann kannst du das halt ganz oder anteilig halt absetzen. Mhm. Dann habe ich auch gelesen, dass manche schon gesagt haben, dass du halt einfach eBay direkt anschreiben sollst oder kannst. Und von denen den Kaufvertrag als Rechnung bekommst? Die schicken dir ein beglaubigtes, so eine Art Screenshot, dass sie halt einfach das Angebotsende mit. Ja, ich meine, man hat ja generell inzwischen die meisten Rechnungen als PDF. Ja, ja, und klar. Nicht mehr in der Form. Ja, deswegen. Das würde ich dann natürlich auch. Also ich müsste jetzt nicht handschriftlich, aber ich würde es halt einfach nur so. Aber da habe ich halt gedacht, weil da stehen ja dann die eBay-Namen. Und wenn dann gekauft, steht es von wegen, gekauft von Mr. Lollipolly. Pimmeltrader 69. An Pimmeltrader 69. Ich weiß nicht, ob das... hätten wir unsere eBay-Namen jetzt rausgeben sollen? Also, aber wer ist wer? Aber ich meine... Ich bin Pimmeltrader 69. Oh, du Trottel! Okay, das ist ein Kniegelenk. Ach, wir müssen jetzt noch verraten, wie unsere ersten Haustiere hießen und wo unsere Eltern sich kennengelernt haben. Und der Mädchenname unserer ersten Grundschullehrerin. Dann kriegen sie alle unsere Passwörter. Da möchte ich nicht drüber reden.
Aber ich meine, das finde ich total lustig, wenn dann halt das Finanzamt dann quasi einen Screenshot hat, beglaubigt, und dann stehen da halt irgendwelche bescheuerten Namen. Und dann muss er davon ausgehen, dass der dann das ist. Oder musst du dann separat nochmal sagen, guck mal, das ist mein Account, hier ist mein Name. Und jetzt gibst du doch mal, weil sagen ja, es kann ja jeder kommen, dann gibst du für einen kurzen Zeitraum halt. Also, Mr. Long Dong Silver. Kajunga. Ja, nee, ich meine das nur so als kleine Info, falls da jemand auch drin hängt, beziehungsweise Oskar gerade sagt hier, ich habe mir mein ganzes Büro-Equipment bei eBay ersteigert. Ein bisschen Druckerzubehör bei eBay ersteigert. Ja, genau. Gebrauchte Druckerpatronen und die würde ich gerne absetzen, aber wie geht denn das? Das ist ja als Privatersteigerung. Ich weiß gar nicht, ob du bei eBay, aber das zum Beispiel könnte ich mir als Problem vorstellen, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, weil dann willst du ja auch Rechnungen von Leuten haben, die Mehrwertsteuer draufschreiben, eBay das machen kann. Oder ob das bei Privatauktionen anfällt. Nee, das eben nicht. Genau. Und das ist ja dann für dich, wenn du Unternehmer bist, scheiße. Weil du die 19% ja immer wieder bekommst. Ja, aber ich dachte jetzt, wenn es um diese, was war das, Kleingeräte, bla bla bla. Ja, genau. Aber das ist erstmal egal, oder? Also wenn aber ich meine, wenn du die 19% wieder bekommst und das möchtest, was du ja in der Regel möchtest. Ja. Das ist ja gratis Einkommen für dich, mehr oder weniger. Ja. Naja, klar, wenn du Unternehmer bist. So. Ja. Aber was ist denn, wenn du jetzt noch im Kleinunternehmerbereich unterwegs bist? Dann lohnt sich das natürlich da. Genau. Ja. Bei eBay. Also wir können auch Werbung für ebay.com/für Nüsse. Da verkaufen wir jede Woche unsere gebrauchten Mikrofone. Oder Nüsschen. Hm. Gebraucht. Waschnüsse, vielleicht abzugeben. was würde ich jetzt, ja, okay, vielleicht noch ein Vorteil, weil du hast jetzt nur das Zeitliche genannt. Das Finanzielle, ja. Das ist ganz klar auch der Geiz, den du vorhin angesprochen hast. Gibt es denn irgendwas, was wofür ich Geld ausgeben würde? Nee, was außer dein Nachteil Liebe? Ist. Was der Nachteil ist. Ja, ich mache mir die Arbeit halt selber, aber ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich mir so viel mehr Arbeit mache als du. Wenn du das alles so... Das Krasse ist auch, es wird echt unterschiedlich gemacht. So raus. Ich habe so eine Ordnerstruktur auf meinem Rechner. Und du füllst ja nur das Formular aus. Ne? Genau. Du hängst ja keine Rechnung mit dran, du hängst ja keine Abrechnung. Ich hab die Rechnung alle sortiert für den Fall einer Steuerprüfung. Genau, also das machst du dann nochmal. Genau, also das ist alles nach Jahren sortiert. Inzwischen muss ich es auch nach Monaten sortieren, damit es für die Umsatzsteuer ein bisschen übersichtlicher ist. Money, it's a crime. Anstatt jetzt cool irgendwas einspielen zu lassen, sagen wir machen jetzt eine geile Pause, weil dann später, oder wir schneiden wir das. Wir machen jetzt eine Pause, holen uns erstmal 5 Minuten Tee, aber lassen den Podcast weiterlaufen. Aber jetzt ist ja vielleicht so viel sympathischer. Ja, genau, nein, also ich das hab, heißt, das machst du aber nicht. Ja. Machst du das dann immer zur Steuererklärung oder machst du das generell im laufenden Jahr? Sagst, hier kommt eine Rechnung, es kommt schon. Das mache ich generell sofort. Im laufenden Jahr. Das, okay, das heißt, du hast da nicht. Das nimmt mir ein bisschen Arbeit ab. Weil bei mir ist es ja so, ich lasse das maximal in so irgendwelche Ordner fallen, wo Rechnungsscheiß draufsteht. Also ich habe generell sehr wenig Papierrechnungen. Also ich habe eigentlich alles. Ich sage auch immer irgendwelchen Agenturen, schick mir es bitte per PDF. 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 Ja, genau. Und ich kriege natürlich immer... Heute ist Valentinstag. Ne? Oh, das ist wunderschön. Möchtest du mein Valentin sein? Nein, wenn das der Doc erfährt. Was soll ich jetzt noch sagen? Du hattest alles per PDF. Generell. Genau, und das ist elektronisch, ist das natürlich ein bisschen leichter. Und sortiere das dann, weil da sind da wahrscheinlich Rechnungen von vor 20 Jahren drin. Und du hast halt immer schön monatsweise. Genau, ich habe einen Jahresordner, ich habe Monatsordner. Ja. Und du glaubst, aber ich meine, ich suche ja echt nur so, ja, es ist wahrscheinlich so ein Einmal, aber eigentlich habe ich gar nicht so Panik vor der Steuererklärung an sich, also das ganz normale Ausfüllen, sondern halt dann immer Die Formulierungen sind teilweise auch echt furchtbar. Genau, und das muss ich halt nicht nur einmalig wissen, sondern ich muss mich ja, wie du, mit immer den neuesten Gesetzen auseinandersetzen, damit ich dann immer weiß, was ich absetzen kann. Also manchmal werde ich ja Dinge gefragt von meinem Steuerberater, wo ich denke, und ja, da kann man auch noch was absetzen. So, ich finde, also, meine Lieblingsformulierung ist... für Waren oder Dienstleistungen, die du von einem Unternehmen erworben hast, das auch in der EU sitzt, ist die Formulierung innergemeinschaftliche Dienstleistung. Und da wird sie 19% wiederholen, wenn ihr Druckerpapier geholt habt. Ja, genau. Es ist geführt als innergemeinschaftliche Dienstleistung. Ja, und das, also sich damit zu beschäftigen, das finde ich halt so hardcore als Privatperson, beziehungsweise als natürliche Person.
mich einmal nicht rasiert im Intimbereich und schon gelte ich als natürliche Person. Genau. Ah, natürlich. Ja, aber das ist halt schon krass. Also ich meine, du, jetzt ganz ehrlich, wenn du irgendwelche Sachen rausgefunden hast und sagst, ja, von wegen zum Beispiel jetzt mit 800 Euro, da bist du dann auch irgendwie glücklich oder sowas? Oder ja, das mit den 800 Euro, das ging ja tatsächlich auch ein bisschen durch die Nachrichten. Also das ist ja hier in Deutschland, wo die Regelungen nur mal so in so kleinen Furz-Varianten geändert werden, eigentlich eine kleine Revolution. Also bei den Newsfeeds von Spiegel labe ich jetzt nichts. Echt? Also ich habe es schon in meiner Nachrichtenübersicht häufiger gesehen. Aber du hast jetzt so diese Nachrichtenübersicht von allen möglichen... Genau, ich hab so ein paar Nachrichtenmagazine, ja, Nachrichtenübersicht Welt, NTV, Spiegel und halt so ein paar Satirezeitschriften wie Focus.de, genau. Nee, und da habe ich es auch gesehen, weil das ja tatsächlich auch eine relevante und auch wirklich... Focus.de? Ja, Focus.de ist meine Nachrichtenübersicht. Die übrigens, geile Sache, falls ihr ein Apple-Gerät habt, dann habt ihr auch mal die Nachrichtenübersicht aus, ihr schaltet die aus. Kann man auch nicht... individualisieren, was ich eigentlich ganz gut finde. So sieht man mal zumindest die Überschriften von so Hetzblättern wie Bild und Focus. Und Focus.de benutzt... Mein Stuhl quietscht total, ist das auch. Nimm dir Stuhl. Und Focus... Ich muss was Neues. Ach, scheiße, das ist jetzt eingebaut mit Kabel. Ich doch diesen Klumpen. Ja, aber das ganze Kabel da vorne, reiße ich ein Mikro raus. Ist das ein Reisepass? Ja. Cool. Nicht wahr? Ich bin gerade auf der Durchreise wegen Steuerverbrechen. Ab nach Belgien! Steuerparadies Belgien. Selbst damit kenne ich mich nicht aus. Wie fing dieser Sketch nochmal an vor 10 Minuten? Irgendwas quietscht am Stuhl, ich habe dir nicht zugehört. Verdammt, nein. Ich komme wieder drauf. Ach ja, genau, dein Newsfeed. Ah, genau. Genau, Focus.de benutzt jetzt Emojis für die Überschriften. Anstatt Überschriften? Angst, Titten. Horrormord in München. Frauenleiche gefunden. Polizisten-Emoji. Ich hoffe, der guckt auch traurig, der Polizist. Nee, nein, es gibt so mit einem mahnenden Zeigefinger. Gut, wie er mir den zeigt, in der Hoffnung, dass jetzt alle anderen verstehen, was er meint. Ja, okay. Ja. Ja. Nachteile, sagst du, ist das Zeitliche? Ja, also ich mache halt... Aber Vorteil ist ja auch zeitlich, hast du vorhin. Mache halt die Arbeit. Ja, ich kann es mir halt ein bisschen freier einteilen. Also aber jetzt mal ganz ehrlich, Nachteil ist doch dann auch immer, dass du dich damit beschäftigen... Also beziehungsweise hast du jetzt das Gefühl, dass du jetzt diese 800 Euro durch Zufall erfahren hast, weil du halt dein Newsfeed durchgesucht hast? Ich hätte es ja auch in der Tabelle gesehen. Was hättest du gesehen? Also ich mache es über eine Website, also über ein Programm. Wie heißt das Programm? Steuerfuchs. Du... Als Long Dong Trader 69. Ja, ja. Achso, und da sagt es Long Dong Trader 68, vergeben. Da, Hallo Klaus, hier hat sich was geändert, schau mal da. Genau, oder beziehungsweise okay. Es sagt halt geringwertige Arbeitsmittel, was ich ganz schon weiß, ich glaube 423 Euro war es und dann steht dann in der Erklärung Arbeitsmittel bis 800 Euro, die für dieses Jahr abgesetzt werden. Gibt es auch so eine Steuererklärung für Dummies, dass dann irgendwie sowas steht wie... Was hast du gesagt? Internationale absetzbare Steuermittel für Es gibt so Programme, wo du die Buchführung und die Steuererklärung in einem machst. Also du hast ein Programm, wo du all deine Ein- und Ausgaben und genau, du trägst deine Rechnung ein, du trägst die Rechnung, die du bekommen hast oder beziehungsweise die du gezahlt hast für Arbeitsmittel, trägst auch Fahrtkosten und so gleich ein und dann spuckt es sofort deine Steuererklärung in einer für Elster lesbaren Form aus. Was ich ja eigentlich wissen wollte, ob es Programme gibt, die halt das ganz normale Steuerformular öffnen, aber bei den ganzen komplexen Steuerformulierungen quasi ganz mit der Maus drauf und sagst dann sowas wie, das heißt so viel wie... Genau, Steuerfuchs hat so eine Hilfeseite und diese ganzen anderen, so wieso Steuer und so. Aber explizit an der Stelle muss es genau. Ja, bei mir passieren. Das ist ein Fragezeichen, du klickst aufs Fragezeichen, dann bist du weitergeleitet. Aber Fragezeichen. Das macht Elster auch. Die erklärt es dann in einer anderen komplexen Formulierung. Das habe ich ja damals mal probiert und dachte, haha, lustig. Habe jetzt 5 Synonyme für... Innergemeinschaftliche Lieferung sind Lieferungen innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft von 1958 festgehalten durch die Berner Verträge geliefert worden. Danke. Genau. Erschreckend, wie das jetzt gerade rauskommt. Die Stühle sind echt super. Ja, es sind unsere Hüften, wir haben die günstiger gekriegt. Muss mir für 800 Euro neue Stühle kaufen. Auf Hüfte.de. Dieser Podcast wird gesponsert von Hüfte.de. Lass es schwingen, Baby. Das klingt ein bisschen, als ob wir zum Valentinstag gemeinsam im Bett liegen. Es geht hier um Steuerrecht. Beziehungsweise eigentlich nur, ob Oskar es jetzt selber machen soll oder sollen wir mal die andere Seite pro und contra sehen. Na los.
Also. Warte, was hatte ich noch? Ah ja, natürlich, ich hatte eine neue Idee, übrigens. Weil wir jetzt alle ständig Essen bestellen. Ja, erzähl. Entschuldigung, dass ich dich aussprechen ließ bei deinem Pro und Contra und jetzt musst du zwischen. Hast du wieder dieses Nasenjucken? Was denn? Ja, los. Wieso sitzt du dir jetzt zurück? Weil ich nicht will, dass die Leute mich beim Trinken hören. Was möchtest du denn noch sagen? Nein, ich hab's schon wieder vergessen. Doch, los. Oh, Himmels Willen. Los, erzähl. Wenn du es nicht wissen willst, ich dachte, es ist ja auch für Oscar. Ja, komm. Vorteil ist natürlich das Zeitliche bei mir, dass ich mich, wenn ich mich wirklich, also wenn ich so machen würde wie du, dass ich die Ordner schon alle hätte, dann würde ich ja nichts machen müssen. Das ist vielleicht ein Vorteil, vielleicht soll ich das mal loslegen, dass ich einfach nur mal Rechnung sofort mir in den richtigen Ordner schmeiße. Lässt du die denn in der E-Mail? Bitte was? Lässt du die einfach in der E-Mail? Nein, das nicht. Das nicht. Das wird sich schon von alleine regeln, sobald ich einen neuen Rechner habe. Aber ich fordere danach, genau, forderst du direkt Rechnung an? Also zum Beispiel, wenn du irgendwie deinen Kleinmittelscheiß für Bürozeug, dass du sofort sagst, ich brauche eine Rechnung. Also wenn du jetzt bei Amazon oder sowas, da hast du ja nicht immer sofort eine Rechnung. Sondern du kannst ja aber sofort Rechnung auf Rechnungen anfordern. Genau. Ja. Das machst du jedes Mal. Ja. Siehst du, das ist so ein Scheiß, wo ich jedes Mal am Ende des Jahres denke, schreibe ich dir nochmal, hallo. Das ist, neulich hatte ich irgendwie mal Pech mit jemandem. Das war jetzt irgend so ein komischer ostasiatischer Händler. Ich glaube, die haben auch nicht ganz verstanden, was ich von denen wollte. Ja. Dann haben sie mir einen Zettel geschrieben, wo noch einmal die Endsumme drauf stand. Das habe ich aber auch gekriegt zum Beispiel, da reicht es ja bei Amazon einfach nur anzuklicken, Rechnung anfordern und dann sagst du ja, hiermit möchte ich bla bla. Und auch wenn der Gegenüber dich nicht versteht, was eine andere Sprache ist, dann hat er dieses Grundformular oder Grundschema, wo da steht, Rechnung anfordern und dann kriegst du halt deine Invoice. Also in dem Fall war es halt nicht so schlimm, weil das eine Rechnung unter 150 Euro war und da muss nicht so furchtbar viel drauf. Ja, es ist nicht schlimm. Jedenfalls, ja, ich habe halt irgendwie, also ich glaube, es ist irgendwie so eine psychische Belastung, die ganz primär bei mir nicht vorhanden ist, aber es liegt ja auch, ist es ja auch immer der Typ. Fritz, glaube ich, hat da psychische, ich stelle mir gerade vor, wie du panisch bei dir durch die Papiere, oh Gott, die Steuer ist schon Mitte Mai. Also beim allerersten Mal, als du die gemacht hast, war definitiv psychisch eine Belastung. Ein Ticket auf die Cayman Islands schon gebucht. Ja. Pff, kostet ja nichts. Nee, und dann halt einfach so grüß dieses... mir, Uli Hoeneß. Ich glaube, dass das Grundlegende ist, alle möglichen Steuerkniffe zu kennen, die ja, glaube ich, kein Mensch... Also ganz ehrlich, ich glaube, es gibt keinen, der die hundertprozentig drauf hat. Also mein Steuerberater hat auch gesagt, er würde gerne mal jemanden kennen, der immer auf den aktuellsten Stand ist. Selbst die Gesetze verabschieden, sind ja nicht bei allen Gesetzesverabschiedungen dabei und haben auch nicht den Überblick. Und na gut, da müsste man natürlich auch in eine gewisse Position sein, dass es für alles irgendwie zutreffend ist. Und im Durchschnitt, glaube ich, wenn man Kleinunternehmer oder gerade mal ein Unternehmer geworden ist, sowas, dann könnte man sich das meiste schon drauf schaffen. Aber das ist halt auch einfach so ein also das ist echt so wie Schulfächer damals, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Die Mathe, Deutsch, Englisch, genau. Sport, ja. Bio, ja. Chemie, ja. Latein, ja. Physik, ja. Kunst, ja. Sozialkunde, ja. Heimatkunde. Ja. Schön schreiben. Nee, das war immer mein... Ah. Nee, aber Chemie war echt... Alter Finne, wieso konnte man das nicht nach der 5. abwählen? Wann hattet ihr denn Chemie? Ich glaube... Gute alte Vorschulchemie. Also, das Kohlenstoff, das Kohlenstoffatom hat zwei Bünde. Uran-325. Den Brennstab kennt man doch nur von der Simpsons-Folge, oder nicht? Welche? Ja, erste Staffel, als ich glaube, es ging darum, dass das irgendwie so ein Schulausflug, sie waren alle bei Homer dann und hatten halt erst dieses Video gesehen und dann hat man Homer gesehen, wie halt irgendwie wieder auf so einem Pult gepennt hat. Also, naja, ja, das ist halt einfach was, womit ich mich nicht beschäftigen möchte. Ich glaube, wenn ich mich mit Klaus da durchqueren würde, wäre es für Klaus eine größere Qual, weil ich halt einfach Dinge, die er schon versteht, x-fach nachfragen würde und das würde irgendwann, ich glaube, es könnte an der Freundschaft auch ein bisschen knubbeln, wenn man sowas hat. Vielleicht ist es ganz wichtig für dich. Ich wollte ja nie meine Dienste als Steuerberater hier anbieten. Nein, ich meine, aber das ist nicht die Pointe. Du hast schon öfter mal gesagt, geh mal einfach auf die Seite bla und hau einfach nur mal ins Formular, dann siehst du ja, was grob kommt. Ja, das stimmt. Ja. Und dann habe ich damit angefangen, ich glaube, unten auf Seite 1 schon oder auf Seite 2 waren irgendwelche Formulierungen, die ich nicht wusste, was das heißt. Ich dachte, Name. Ja. Naja, ich meine, das ist dann nicht hilfreich, wenn jemand dann sagt, weiß wohl nicht, wie der Name ist. Und dann denkst du, nein. Die Steuer? Ja.
Und dann schließt, und ich glaube, daran wird ja verdient, dass sich innerlich irgendwas schließt und die Leute sagen, ich will damit per se nichts zu tun haben und dann einfach weggeben und viele Steuerberater wahrscheinlich mit Sicherheit, bestimmt auch meiner, ab und zu denkt, Alter, ey, das hättest du jetzt aber echt mal am Wochenende selber machen können. So. Hat dir deine das nicht so oder so ähnlich sogar schon mal gesagt? Nee. Das Gute ist ja, das ist ja so, es ist ja immer noch was weiter Gutes, was wir schon mal festgestellt haben, dass wenn du als natürliche Person dann irgendwann den Schrieb kriegst von wegen, hier, Steuererklärung fehlt, sie haben dann noch irgendwie 2-3 Wochen Zeit oder sowas, dann hast du eine Deadline und dann ist Feierabend, wenn du es nicht machst. Und wenn du genau den gleichen Schrieb bekommst und dann sagst, hier, Steuerberater, kannst du mir helfen? Sagt er, ja klar. Und dann sagt er, ich bin der Steuerberater von Herrn Blablabla und wir geben uns jetzt mal schön 3 Monate noch Zeit oder 6 oder was nicht, hast nicht gesehen. Und das Finanzamt, ja okay, alles klar. Also dann gibt es ja immer enorme Pausen, die dann entstehen, die du als natürliche Person gar nicht hättest. So, wir sind wieder da, wir hatten gerade eine kleine technische Komplikation. Aber zum Glück haben wir den Faden nicht verloren. Genau, wenn wir es nochmal reingehört haben. Aber ich meine, dem ist doch so, oder? Ist es jetzt nur aus meinem komischen Album-Hype-Wissen? Ich habe den Faden verloren. Ich dachte, du hast gerade zugehört. Dass du halt, wenn du Steuererklärung halt zu spät abgegeben hast und so, ja, Minimum, bla bla, und der Steuerberater hat plötzlich horrende Möglichkeiten. Ich glaube, die können noch von 2014 oder so abgeben, ja. 2013. Ich weiß nicht, als ich das erste Mal das gemacht habe, da hat er halt, wann waren das, 2013 oder sowas, dass ich das halt abgegeben habe. Und ich hatte dann für 12 und 11, glaube ich, fehlte, glaube ich, so war das. Und dann habe ich nur so rumgedruckt, meinte, da fehlt, so ist es nicht vom letzten, sondern auch. Und dann meinte, ja, was denn? Vom vorletzten. Meinte, ach so. Und dann meinte, ich habe hier auch welche von 2,7 nur liegen. So, und da habe ich gedacht, wieso hat der denn als juristische Person ganz andere Möglichkeiten als die natürliche Person? Also ich meine, du musstest doch eigentlich beim Steuererklär bla 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 gleichgestellt sein. Also du dürftest doch eigentlich genau das Gleiche, oder müsstest doch. Du kannst ja immer ein bisschen Fristverlängerung beantragen, was in der Regel auch kein Problem ist. Also dir ist genauso die Möglichkeit. Aber also ich habe es noch nie ausgereizt. Ich weiß nicht, wie lange das Finanzamt sagt, so okay, jetzt ist aber mal Schluss. Also ich hatte aber auch schon irgendwie 6 Monate Fristverlängerung. Ja. Antrag, weil ich dachte, ich mach's lieber im Sommer. Aber ich glaube, es ist halt einfach, ne, weil sie wissen von wegen, es geht ja nicht um ihn, sondern das ist sein Beruf. Ich glaube, letztendlich das Finanzamt interessiert es auch einfach nicht. Ja. Ich meine, wie viele Steuererklärungen jetzt auch digital, also als er dann irgendwann vor 1 oder 2 Jahren meinte von wegen, ey, alles nur noch digital, ich will kein Papier mehr sehen, wo ja noch andere ganz anders drauf sind, das habe ich auch mittlerweile gehört. Okay. Aber das Finanzamt bearbeitet Papier ja auch nicht mehr. Ja, aber die müssen das doch, rechtlich müssen die das doch trotzdem durchkauen. Dass sie müssen, aber ich weiß, auf jeden Fall hast du, es gibt gewisse Sachen, wo du wirklich gebunden bist an die digitale Abgabe. Du musst einen besonderen Grund anführen, wenn du es nicht digital abgibst. Okay, krass. Das muss ich mal weitergeben, weil da habe ich immer im Kopf, der sagt, ich muss alles per Papier, ich brauche das halt einmal komplett als Ordner. Und nee, also es gibt, wie ist denn das? Also zu Hause ist natürlich nicht verkehrt, aber habe ich gedacht, auch das ist doch Quatsch. Auch wenn du sagst, wenn du hier sind meine Ordner im Rechner, dann musst du nicht sagen, wo ist das auf Papier? Also es ist doch, das ist genauso, wie ich dann ab und zu schon mal hatte. Also weil es fürs Finanzamt natürlich auch viel leichter ist, wenn sie einfach die ganzen Formulare schon haben und das alles vorausgefüllt sehen. Ich hatte letztes Jahr einen Kunden, der hat dann irgendwie gemeint von wegen, ich kann Ihnen die Rechnung nicht per PDF schicken, weil meine Steuerberaterin gesagt hat, alles ab 150 Euro schriftlich in Papierform. Da dachte ich, hä? Nee, nicht nehmen. Was ist denn das für eine Regel? Nee, also ab 150 Euro muss Name und Verwendungszweck rauf. Oder beziehungsweise genaue Bezeichnung von dem, was passiert und eine fortlaufende Rechnungsnummer. Ja, und also wie unter 150 kann ich einfach nur reinschreiben, Rechnung, ohne Nummer und alles. Das war also nicht, ob einfach Quittung nur Rechnung, raufschreiben kannst. Ich meine zum Beispiel, das wollte ich vorhin erzählen, bei Gastrorechnungen ist es so. Ja. Wenn du dir eine Bewirtungsquittung, also die ausgefüllt... Bewirtungsbeleg. Genau, der ausgefüllt wird mit, hier X-Pimmel, IIO und Schwanzi Longo waren beim Essen zusammen. Den brauchst du erst ab 150 Euro. Bis 150 Euro reicht eine normale Quittung. Du musst dann nur selber eintragen, mit wem du beim Geschäftsessen warst. Und deswegen kann man halt zum Beispiel die ganzen Sachen, die man bei Deliveroo oder Foodora oder so bestellt,
Kann man schauen, womit man mit den Leuten mal ein geschäftliches Wort gewechselt hat. Also Steuertipp du musst, Nummer zwei. Du musst ab 100, was war Nummer eins? Achso, dein 800 Euro. Ah, also sicher, dass das Nummer eins war? Ich glaube, es ist irgendwas Absurderes. Naja, wie auch immer. Ja. Dein Bett. Nee, aber ab 150 Euro muss ich auch angeben, mit wem ich das Essen gehabt habe. Ich glaube, es muss sogar dann belegt sein. Okay. Davon. Also beim Essen bin ich mir nicht sicher, weil ich einfach für 150 Euro zu essen. Wie oft ich einen Rechnungsbeleg halt irgendwie ausstellen musste damals, als ich in einer Kneipe gearbeitet habe, für irgendwelche Typen, die meinten, ich kann alles absetzen, machen den Rechnungsbeleg. Ja. Und dann musstest du halt damals noch an den Rechner alles eintippen, bla. Das, ja. Und da kannst du ihnen erzählen, das gilt nur ab 150 Euro, bis dahin reicht die Quittung. Also, aber ich meine, was ist denn. Nee, wenn du eine Prüfung kriegst, dann wollen die auch nur Quittung sehen. Ja, und erst ab 150 Euro muss das halt, also ab da wird es halt ein bisschen genauer, du brauchst eine, also dein Name muss raus. Also dieser permanente Rechnungsbeleg ist ein Käse. Genau. Außer du bist den ganzen Tag im Borchertz und pumpst dir den Schnitzel rein. Ja. Aber dann solltest du eh dein Leben überdenken. Ja. Nee, da muss dein Name rauf, fortlaufende Rechnungsnummer, was genau passiert ist, was genau du bekommen hast. Das ist aber echt guter Tipp. Also für mich ist das... Ja. Nicht so wichtig, aber ich meine, wie viele Leute höre ich immer, ich brauche einen Rechnungsbeleg und dann denkst du, okay, nee, kann man 30 Euro hatte ich neulich im Café auch so überhört, wo halt auch jemand so, kann ich einen Bewirtungsbeleg haben, wo es dann auch zurückging, nee, brauchst du erst ab auch nur 150 Euro und es ist ja bei der Umsatzsteuer ist es auch so, da ist es auch extra nochmal so kurz beschrieben, erst ab 150 Euro brauchst du das halt mit der durchgehenden Rechnungsnummer. Hand aufs Herz, halt, bei der kommenden Steuererklärung. Hast du sämtliche... Bei der kommenden, also meinst du die 2017 oder 2018? Naja, die dir jetzt vorsteht. Ja. Hast du da mehr Bewirtungsbelege bzw. mehr Rechnungen aus irgendwelchen Restaurants oder Foodora-Bestellungen als im Vorjahr? Also ich meine, hast du da öfter mal, sage ich jetzt dann mal so... Ich habe eine Mail bekommen. Oh, es ist irritierend. Ja. Ihr hört das nicht. Ich höre dann immer so ein oh. Also du wirst dieses Mal ein paar Quittungen mehr anreichen. Ja. Und das ist. Wir haben ja auch über Geschäftliches geredet. Ja, nee, das stimmt ja. Das ist ja im Endeffekt. Ich schöpfe hier nur meine rechtlich gegebenen Möglichkeiten aus. Alter, das ist echt. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Scheiß, so. Okay, bei Rechnungen, wenn ich essen gehe, sowas, ist vielleicht. Eigentlich Geld ist Geld, dann ist es wahrscheinlich ab 20 Euro mal wieder interessant oder so. Mhm. Aber sowas wie, zum Beispiel das, was du gesagt hast, was dich komplett zerstört, weil es so komplex ist und du kriegst nichts raus, sind Fahrtkostenerstattung. Ja. Wenn du sagst, von wegen den Öffi-Scheiß oder sowas, da bin ich ja anders ein bisschen, weil ich das nicht durch Öffi-Dings, aber so eine Fahrtkostenaufstellung durch mein Fahrzeug. E-Honda. Genau. E-Honda. Jep, 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 jep. Oh, ich habe noch eine Mail bekommen. Ja, mach's doch ganz laut, dass wir immer irritiert sind. Ja, okay, aber das ist ganz gut zu wissen. Was wollte ich denn noch sagen? Vorteil halt, dass auf jeden Fall das Stress, bla. Nachteil ist dann definitiv, dass wir bezahlt werden. Also definitiv Vorteil des Steuerberaters ist, dass du diese als Selbstständiger, diese Tabelle, die du neulich mal brauchtest, dieser Einkommensnachweis. Was? Diese einfach, wo nur die Tabelle steht, wie viel du verdienst, die dein Steuerberater dir ausfüllt. Ach so. Das ist komplex, ja. Genau. Das habe ich irgendwie zusammengefasst. Die eigentlich ganz simpel ist. Ja, aber beziehungsweise die Vermutung oder die voraussichtliche Einnahme des kommenden Jahres beschreibt, wo er auch selber sagt, von dem kannst du auch eine Glaskugel gucken, ist genauso wertvoll. Ja, genau, das voraussichtliche Einnahme des folgenden Jahres anhand der Einnahmen des letzten Jahres. Und nur des letzten Jahres. Ja, und ja genau, Jahr wo man eigentlich meinen, ich hatte das nämlich neulich, mein Freund hatte mich gefragt, wo er die herbekommt. Der brauchte die nämlich auch 2,5 Jahre. Cool. Der brauchte die nämlich auch für eine Wohnung. Und wo ich auch, ja, also da brauch halt einen Steuerberater für. Ja. Ansonsten, das Dumme ist, wo du natürlich normalerweise sagen müsstest, du kannst ja auch deinen Einkommensteuerbescheid einreichen, wo ja genau das Gleiche draufsteht. Eigentlich ja, ja. Ja, ja, das stimmt, das habe ich auch erfahren, das ist totaler Käse, ey. Das ist so ein Blödsinn. Aber auch nur das geht ja durch eine juristische Person, das kannst du ja nicht selber. Wolltest du gerade russische Person sein? Ja, das kann eine russische juristische Person sein. Die auf natürlichen Wege, die ja ganz klar verklickern, was hier. Ja,
Aber mehr ist es dann auch nicht. Ne? Also nach dem Finanziellen. Ja, dann zum Beispiel, es gibt ja auch verschiedene Formen. Ne? Es gibt ja nicht nur den, dass ich mache es ganz alleine oder ich habe einen Steuerberater. Es gibt ja halt auch die Steuerhilfevereine und sowas, wo du dann mit deinem ganzen Scheiß hinkommst. Jetzt kommst du wahrscheinlich mit dem Stick und sagst dann von wegen hier. Ich glaube, die Leute, die zum Steuerhilfeverein gehen, kommen auch noch mit dem Aktenordner. Ich glaube, meine Mama war im Steuerhilfeverein und die ist mit dem Ordner gekommen. Ja, also es klingt tatsächlich auch klingt so nach Senioren, die dann mit. Ups. Ja, ja, ich meine, das ist mittlerweile auch andere Form, aber ich weiß halt nicht, wo der große Unterschied ist. Wahrscheinlich, weil du dann halt zu denen kommst, weil die halt in irgendwie ein Büro, bla, und du bist halt zuständig dafür, dass du. Aber im Endeffekt könntest du doch mit denen auch ganz normal via Mail kommunizieren und dann machen die das Gleiche, was halt. Oder nee. Ich glaube, die gucken ja auch eher darauf, ob du alles richtig gemacht hast und machen es nicht für dich, oder? Okay. Also das ist halt, ich habe mich da gar nicht mit beschäftigt, aber ich glaube. Aber eigentlich, also wenn man jetzt nicht grob was falsch macht, aber hier dieser kann man da auch wenig falsch eintragen in den Formularen. Also bei Elster, die ganzen Lohnsteuersachen sind alle genauso aufgelistet, wie das auf dem Lohnsteuerbescheid ist. Du erzählst das so, als ob das so einfach. Das ist auch so nummeriert von 1 bis 54. Also es gibt doch hier, wie heißt denn dieser Politik-Podcast von Spiegel Online, der wird immer präsentiert von irgendeinem Steuerhilfeverein, wo die dann sagen, im Falle bla 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 werden wir auch in ihrem Namen Einspruch einlegen oder rechtlichen Zuspruch und so ein Zeug, wo ich dann auch denke, wo seid ihr denn Unterschied? Rechtlicher Zuspruch? Das wird schon. Wo seid ihr denn Unterschied zum Steuerberater? Also weil es als Verein für die auch einfacher, interessanter ist oder was? Weil die mehr als 7 Leute sind? Vielleicht ist es Steuerbetrug, dass sie ein Verein sind. Ja, genau. Ja, was würdest du denn dem Oskar raten? Also ich würde dann auch sagen... In seinem speziellen Fall wissen wir es ja. Was er macht? Ja. Echt? Okay. Darüber dürfen wir im Podcast nicht reden. Dürfen wir nicht reden. Schönen Gruß an the Oscar Brown. Okay, was würdest du ihm denn raten? Das kannst du ja mal sagen. Mach es bloß nicht selbst. Ich finde, er macht es schon ganz gut so, wie er es macht. Okay. Naja, aber wir haben ja letztes Mal auch irgendwann mal über Lebensqualität gesprochen. Und eventuell... Privat oder hier im Podcast? Wo ist der Unterschied? Wieder rein und nach Haus gedriftet. Eventuell ist es halt so ein Mehraufwand, dass sie so ein oder andere Atemzug davon geklaut würde. Ich finde ja, wenn, dann solltest du einen Steuerberater einfach haben, fairerweise, dem du alles gibst. Jede Rechnung, die du jemals beim Einkaufen hattest, beim Lidl und so. Ja. Und dann einfach sagen, und jetzt guck mal, was du davon absetzen kannst. Jetzt mal was anderes. Du kochst für einen, keine Ahnung, möglichen Kunden. Das heißt, du hast die Zutaten dafür bei Lidl gekauft. Steh erst mal den ganzen Tag mit dem Nudelholz wartend in der Küche. Ja, aber kann ich die Zutaten für das Gericht, was ich dann halt dem Kunden serviere, steuerlich absetzen? Würde ich machen. Also kann ich doch jedes Mal, wenn ich bei Lidl bin, mir... Und dann sind das ja immer... Ich glaube, das dann auch unter 150... Das muss ja alles... Ich sage jetzt mal aus der Perspektive des Finanzamts. Ich glaube nicht, dass es die Leute beim Finanzamt so sehr interessiert. Wenn du jede deiner Einkaufsrechnungen einreichst, glaube ich, hast du gute Chancen, dass, wenn jemand einen zweiten Blick darauf wirft, die doch Einspruch erheben. Wenn du ein paar Einkaufsrechnungen einreichst, bin ich mir ziemlich sicher, das ist denen sowas von egal. Und bevor die sich da irgendwie in ein langes Gespräch mit dir verwickeln, für das sie sowieso keine Zeit haben, sagen sie... Ach. Ich meine, wie wollen die das nachweisen, dass dem nicht so war? Ja, das zum ist Beispiel, wir theoretisch, die reichen dir, pass auf, dann reichen sie halt dann da Widerspruch ein und dann kannst du es, musst du es belegen. Also musst du halt sagen, was genau es war und dann... Ich meine, wir sind befreundet, haben aber auch ab und zu beruflich miteinander zu tun. Deswegen kann man doch den Unterschied gar nicht mehr feststellen. Ja. Und wenn ich einmal pro Woche eine Lidl-Rechnung einreiche und dann wird es dann irgendwie im Nachhinein irgendwie hier, das ist totaler Schwachsinn, was ich mache, das kann nicht sein, und sagst, ich lade jeden Donnerstag den Klaus ein, dann gibt es Hackbällchen mit Mett obendrauf noch, weil er isst nur Fleisch. Ich mische dann mal Rind und Fuchs oder was der Teller besteht aus einem Schinken. Genau. Und das reiche ich hier und das kann ich absetzen. Dann habe ich halt pro Monat 4 Lidl-Rechnungen.
und sag, und das sind halt nur die, die ich selber koche, und dann gehen wir vielleicht auch noch einmal pro Woche essen, und dann wird mindestens die Hälfte der Zeit über für Nüsse geredet oder sowas, und das ist halt alles, also eigentlich ist ja eigentlich Wahnsinn. Wenn ich überlege, dass eigentlich sind wir sind einfach nicht bosartig genug, um das voll durchzuziehen. Aber ich habe auch schon irgendwie mit Schauspielern geredet, die gesagt haben, ich habe damals meinen DVD-Player nicht absetzen können. Haben gesagt, nee, das wird zu privaten Zwecken genutzt. Und wenn du anfängst zu recherchieren und damals halt dann noch DVDs ohne Ende geschaut hast, wie ist denn das anteilig? Wie ist es denn mit Gerätschaften, die du teile? Kannst du anteilig absetzen? Also zum Beispiel ein Smartphone. Mhm. Sagst von wegen, boah, das ist ja definitiv halt auch so. Okay. Ey, ehrlich, Smartphone, ich habe eine Mail bekommen. Oder halt ein Fernseher. Ehrlich, beim Smartphone. Eine Waschmaschine. Was ist denn eine Waschmaschine? Waschmaschine ziemlich sicher nicht, wenn du das nicht beruflich machst. Also auch wenn du deine Uniform Na, aber wenn du wäschst, jetzt zum dann, Casting gehst, dann musst du gut aussehen. Nein. Auch deine Klamotten, die du fürs Casting anziehst. Kannst du nicht absetzen. Was ist denn mit einer Zahnreinigung? Kannst du es natürlich, ja, du kannst es immer versuchen. Und dann, also ich meine, Smartphone kriegst du mit ziemlicher Sicherheit durch. Beim Smartphone wird keiner sagen, ja, sie spielen ja auch dann privat Lords of Porn auf ihrem iPhone. Das mache ich nur zur Recherche. Oh Gott, der spielt jetzt wieder Lords of Porn, holt sich den 4-Stunden-Kristall. Nein, aber bei einem Smartphone wird es keinen Einwand geben, wenn du ein Smartphone oder einen Computer dir holst und wenn du sagst, du nutzt den zu beruflichen Zwecken. Das ist dem, glaube ich, den Einspruch nicht wert. Ich habe so dieses Gefühl, bei so vielen Sachen, du lockst die Leute in die Irre. Das klingt alles viel zu gut bei dir. Du verkaufst dir... Du kannst doch, wenn du am Computer arbeitest, kannst du einen Computer absetzen. Ja, aber was ist denn, wenn ich vorhabe, Pornos darauf zu schauen, Let's Play zu basteln und kaufe mir eine Kamera, Monitor, die PS4, 15 Spiele. Ich setze alles ab, oder was? Also die Kamera, den Computer und alle technische Ausrüstung kannst du auf jeden Fall absetzen. PS4 ist auch technisch. Das ist die Frage. Dann, sobald du nachweisen kannst, dass du Geld verdienst mit deinem Let's Play-Kanal, kannst du es angeben. Was der Gronkh alles absetzen kann. Ja. Wahnsinn. Der hatte ja letztens Stress, dass sie irgendwie ihn von einer... Wer sie? Die grauen Männer. Ich wollte es gerade sagen, die Medien, Medienrundfunkanstalten haben ihn angeschrieben, dass er doch er betreibt einen Sender, weil er Gronkh TV die Seite hat. Und diese ist ja halt einfach nur so eine Streaming-Seite, wo halt dann permanent halt alte Gronkh-Folgen am Stück laufen. Und die haben ihn angeschrieben. Alte Gronkh-Folgen am Stück, also nicht mehr on demand, wie auf YouTube oder Netflix, sondern am Stück, genau. Wie auf einem Sender. Genau. Warum? Weil er meint, dass es Leute gibt, die ihn einfach nur gerne sehen, hören, nebenbei und nicht mehr wählen wollen, bla bla bla, denen ist das scheißegal. Da sind auch uralt Folgen. Ich möchte lieber auswählen, welche Gronkh-Folge ich sehe. Ich sehe jetzt die Premium-Folge. Und da ist auch keine Kontinuität. Also gibt es ja auch Playlisten, wo da 120 Folgen an drin sind und hast da vielleicht 7 aus Gran Turismo und dann hast du halt dann Moment mal. Da gibt es ein Let's Play von Gran Turismo? Von dem Spiel oder von dem Cardigans-Album? Super Album. Super Album. Ich durch den Kopf gerade, wenn er redet. Super Album. Ja, und da soll er jetzt halt irgendwie mördermäßig zahlen. Und er erklärt halt von wegen, dass er kein Sender ist. Er hat keine Angestellten, da sind keine Leute, es gibt kein Programm. Und weil sie gesagt haben, und das bezieht sich auf Deutschland, er meint, das ist eine Internetseite, die ist weltweit, selbst mit gutem Empfang vom Mond wahrscheinlich noch zu erreichen. Und dann meinte er so, das ist totaler Käse. Und da sind die jetzt gerade ziemlich am Hin und Her rechtlich. Habe ich ja auch gedacht, was da manchmal passiert. Da ist halt eine Internetseite, wo die ganze Zeit ein Streaming läuft und dann sagt irgendwer von wegen, Rundfunkmedienanstalt sagt dann von wegen, du hast einen TV-Sender, einen deutschen TV-Sender. Sagst du, was habe ich? Also MAD-TV war interessanter als das. Müssen wir da auch langsam aufpassen? Also wenn man ihre ganzen Thumbnails bei YouTube als Daumenkino ablaufen lässt, dann kann man das schon als Film werten. Und dann, wenn ich die Autoplay-Anfunktion dann habe, dann sind sie wie ein TV-Sender. So ein bisschen wie RTL 2 den ganzen Tag. Verdammter Praktikant. Ja. Praktikant. Praktikant. Praktikant, ich hatte einen Finger im Mund, wollte Peter. Fuck, geh nicht.
Willst du uns sagen, warum du den Finger im Mund hattest? Du hast mich gezwungen, es war nicht mein Finger. Schön gesehen. So, abschließend hast du jetzt nur gesagt, er macht's gut, wie er es macht, anstatt zu sagen, was ist unser Tipp? Ja, genau. Dann mach's wie Uli Hoeneß. Oh. Das ist unser Steuertipp. Mach's wie Uli Hoeneß, zahlt gar keine Steuern, hinterzieht ein paar Millionen, geht 150 Tage ins Gefängnis. Alles Schwarzer. Genau, und lasst euch dann von den dummen Bayern als Held feiern. Wie hieß der Tom Sommer? Tom Sommer? Tom? Der Herausgeber von der Zeit? Der da auch sich kurz nach der Alice Schwarzer halt auch nochmal präsentiert. Oh, ich habe da, glaube ich, auch noch ein paar Millionchen. Es tut mir voll leid. Also in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich habe immer FDP gewählt und jetzt soll ich Steuern zahlen. Aber jetzt ehrlich, schöne für diese Wurst. Millionen von Steuerhinterzieher und auf den CDs und sowas, sind die Promis hier in Deutschland noch ziemlich gut weggekommen. Ja, es sind ja nicht nur, ja, das stimmt, also ich meine, Alice Schwarzer hat ja gesagt damals, weil das ekligste war, ich bin ja eh kein Fan, aber generell ihre Politik, ihre Ideologie, meint ja von wegen, ich schreibe für euch eine wöchentliche oder monatliche Kolumne in der Bild, die Zeitung, die ich 20, 30, 50 mein ganzes Leben lang verhasst habe aufgrund eurer Positionierung der Frau und sowas und eurer Politik, aber wenn ihr dafür nicht über mich und meine Steuersünden berichtet, mache ich das gerne für euch. Ist ekelhaft. Das ist doch schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Aber ansonsten halt tatsächlich in Deutschland, also ich meine, wenn man überlegt, so Leute wie Messi oder so, der Fußballspieler, der auch massiv irgendwie Steuergelder verschoben hat. War das dieses Steuerverschiebungszeichen? Das war das internationale Steuerverschiebungszeichen. Faust auf der Hand. Wenn deine Steuern sich bewegen. Dann sehe ich das. Wunderschöne Folge. Ja. Hört sie nach. Ja. Aber ansonsten einfach gar nicht zahlen. Mal gucken, was passiert. Wenn ihr reich seid wie Uli Hoeneß, dann. Du hast doch mal erzählt, per Gesetz könnte man noch die ganzen Bonds, Zettel, Quittierung einfach in einen alten Schuhkarton schmeißen, den auf den Schreibtisch schmeißen und sagen: Also, mach Gesetz, kann ich genau. Ich muss noch nicht mal was ausfüllen. Ich glaube, das ist nämlich inzwischen nicht mehr so. Weil früher war das mal irgendwie nicht formgebunden. Ich habe schon zu Hause mein Wäschesack aufgereiht. Ein bisschen Senf rein. Genau. Ups, das wollte ich ja jetzt. Das ist nicht der Thermaldruck-Konservierungssenf. Die Quittung ist ein bisschen krustig. Ja, okay. Ja, aber nur, weil ich sie lieb hatte. Also sag mal, wenn man so wie Klaus sich da gut reinfuchsen kann, auch ein bisschen Spaß dabei hat, also manche haben enorm Spaß am Formular und so ein Zeug, auf jeden Fall machen, weil dann ist es auch keine vertane Lebenszeit, sondern es ist, glaube ich, echt so ein Genuss und man freut sich währenddessen, das gibt vielleicht sogar ein bisschen Penunsen. Und wenn ihr euch einen Steuerberater sucht, dann unbedingt vorher fragen, ob er bei der FDP ist. Das ist ein Qualitätszeichen. Das stimmt. In diesem Sinne, das wären dornige Zeiten. Ja. Ja. Apropos dornige Zeiten, wenn ihr auf dornige Zeiten steht, dann geht doch mal auf fürnüssepod.com. Was ist das für ein Übergang gewesen? Fürnüssepod.com. Apropos dornige Zeiten. Oder tweetet uns eine Frage an @fürnüssepod. Oder schreibt uns eine Mail an fürnüsse@gmail.com. Oder abonniert Fürnüsse als Fürnüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes oder Podcast Addict auf Android-Telefon. Oder schaut uns auf YouTube und zwar immer ein schönes Bild, fast eine Stunde am Stück bei Fürnüsse mit Dirk und Klaus. Und die Wahnsinnigen unter euch klicken einfach auf die Playlist und habt den Spaß. Mittlerweile bestimmt 7 genau, Stunden vergesst nicht, vergesst nicht die Autoplay-Funktion, damit es einfach weiter durchläuft. Auch wenn ihr damit schon schlaft. Es weitergeht. Ja. Oder wir sind auch, die letzten Folgen sind immer auf soundcloud.com/Fürnüsse. Ja, leck mich doch auf. Fürnüsse immer mit UE, wie man es spricht. Ach, ja. Das hätte ich jetzt vorhin erwähnen sollen. Umlaut. Der alte Gag. Oder schickt uns was an unser Postfach in 5410 Köln. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Und alle Angaben sind wie immer ohne grammatikalische Grundkenntnisse. Gewehr. Mörder-Abmord, okay. Wie in jeder Folge. Ha! Darauf doch ein WD-40.